Habt ihr euch schon mal überlegt, wie die Seele aussieht? Also ich werde das ab und zu mal gefragt oder auch wurde ich schon vor langen Jahren immer wieder mal gefragt, ja, wie sieht die Seele aus und wie bekomme ich den Kontakt zu meiner Seele? Das sind wichtige Themen und je mehr man sich mit seiner Seele verbindet, umso weiter kommt man ja im Leben, umso mehr geht man diesen göttlichen Weg. Und das möchte ich heute mit euch erläutern, vertiefen und ich habe auch die Seelenengel eingeladen. Sie sind da und werden uns begleiten. Schön, dass du da bist, schön, dass es dich gibt und ich freue mich auf die Sendung mit dir. Ja, und jetzt geht's auch gleich los. Und zwar gehen wir mal ein bisschen ins Universum. Das ist ja unsere Herkunft. Und ich habe euch so im Hintergrund solche Kreise, solche Kugeln mal eingeblendet, weil ihr wisst ja, wenn ihr das andere Video angeguckt habt, wie groß ist ein Engel wirklich, dass alles mit einer Kugel der Liebe begann, die Gott erschaffen hat. Jetzt mache ich mal einen Sprung und bleibe bei der Kugel der Liebe. Also ich gebe mir sehr Mühe, dass ihr das alles versteht, weil es ist, ja, es ist abstrakt. Man kann es nicht so richtig mit Bildern oder mit dem Verstand kann man es nicht so richtig sagen. Aber ich denke, ich hoffe, dass ihr mich versteht. Also letztendlich, und zwar habe ich das in Meditationen auch herausgefunden, ist die Seele Licht. Die Seele besteht aus einer Kugel aus Licht. Diese Lichtkugel schimmert in verschiedenen Farben, den Seelenfarben. Und jetzt könnt ihr euch das schon so ungefähr vorstellen, ist also so eine Kugel, so wie jetzt hier hinten diese Kugeln, nur dass die nicht weiß sind, sondern dass die ganz viele Farben haben und dass diese Farben so ineinander verschwimmen und verschmelzen. So sieht die Seele aus, so wurde es beschrieben in Meditationen, die ich getan habe, also mit der Kommunikation mit der geistigen Welt. Ich nehme ja oft, wenn ich so die Augen zumache, wenn ich mich mit der Seele eines Menschen verbinde, nehme ich so helle Farben wahr. Also eher so wie hier, bloß und dann in Pastelltönen, nehme ich meistens die Farben wahr. Und dann weiß ich auch genau, dass ich mit der Seele verbunden bin, denn man sollte ja, wenn man jetzt eine Heilsitzung gibt, sich mit der Seele des anderen Menschen verbinden, damit auch die göttliche Führung dabei ist und dass dann auch das geschieht, was die Seele für sich braucht und was richtig und gut ist. Also das, ne, über das höhere Selbst und die Seele sollte man sich tatsächlich immer verbinden. Und dann erhält man dadurch Sicherheit und weiß genau, dass man geführt wird und dass auch für das Gegenüber genau das passiert, was wichtig ist. Das ist nur mal so ein kleiner Auszug, so wie ich eben den Menschen behandle, wenn die zu mir kommen. Natürlich tun das meine Partner auch. Ihr könnt auch gerne auf die Partnerseiten gehen und dort euch Heilsitzungen geben lassen. Meine Partner sind von mir ausgebildet und arbeiten mit den gleichen Techniken und die verbinden sich natürlich auch mit der Seele und dann kann diese heilende Energie fließen. Das ist ein Geschenk, ein göttliches Geschenk und alles geschieht in der Smarana-Energie. Also, wir können uns jetzt vorstellen, dass die Seele aus verschiedenen Farben
besteht und diese Farben, die bewegen sich auch. Die bewegen sich, weil die Seele ist ja Energie und sie ist niemals still. Energie bewegt sich immer. Das ist, gerade weil die Seele ja feinstofflich ist, kann sie sich leichter bewegen als wir jetzt eine Materie. Und ich werde dann auch gleich mal die Seelenengel fragen, was denn wichtig wäre, oder wie das geht, wenn man sich mit der eigenen Seele verbinden möchte. Denn über die Führung der eigenen Seele kann man ja viele Dinge abfragen, viele Entscheidungen sich leichter machen, weil die Seele ist unfehlbar. Das heißt, wenn du es schaffst, dich mit deiner Seele zu verbinden, wirst du immer die richtige Entscheidung treffen. Und das ist der Punkt. Der Unterschied, wenn du mit dem Verstand überlegst, was soll ich denn jetzt machen und so, dann ist es, kann es sein, dass der Verstand dir nicht genau das Richtige empfiehlt und du vielleicht dann einen Fehler machst und ja nochmal verbessern musst oder nachbessern musst oder einfach nochmal eine neue Entscheidung treffen musst. Also die Seele, die Verbindung zur Seele gibt dir die Möglichkeit, genau dies zu tun, was für dich wichtig ist, was genau auf dem Seelenplan liegt und was dich auch weiterbringt. Und die Verbindung mit dem Verstand kann oft dich so Umwege machen lassen, dass es halt schwieriger ist, weiterzukommen. Du gehst nur hin und her oder vor und zurück und mit der Seele kommst du weiter. Jetzt gehört natürlich da so ein bisschen Mut auch dazu, weil wir anders erzogen wurden. Wir sind einfach erzogen worden, dass wir mit dem Verstand alles bewerten und dadurch unsere Entscheidungen treffen. Ist nicht immer richtig, besonders in Herzensangelegenheiten oder in Dingen, wo eben die Gefühle eine große Rolle spielen. Da sollte man schon sich mit der Seele verbinden und kann dann dadurch, wie schon gesagt, einfach ja besser auf den richtigen Punkt kommt man dann gleich. Und ist von den Seelenengeln auch noch begleitet. Denn die Seelenengel, genau, jetzt sagen sie es, die Seelenengel, die begleiten dich schon immer auch, aber natürlich noch mit viel mehr Kraft, wenn du die Entscheidung mit der Seele triffst. Dann können die noch besser für dich wirken. Und das ist ja der Punkt, dass die Seelenengel einfach dich gerne führen möchten. Und wenn die Entscheidung über die Seele kommt, wenn du den Mut hattest, diese Entscheidung zu treffen, dann sind die Seelenengel voll in ihrem Element. Und das wünschen wir uns natürlich. Das ist klar. Ja, und natürlich sind diese Seelenengel riesengroß. Sie sind riesengroß und begleiten, sie sind Kilometer groß und begleiten dich durch dein Leben voller Freude und immer zu deinem allerhöchsten Wohle. Denn das ist für die Seelenengel, das ist die Ordnung, die göttliche Ordnung, der sie folgen. Ja, meine Lieben, ich finde es total schön, mit euch über die Seele zu sprechen. Ich möchte, dass es euch gut geht und ich wünsche mir, dass ihr ganz viel Wissen über mich bekommt und auch natürlich ganz viel heilende Energie, die fließt ja durch mich durch. Und ich möchte einfach auch nochmal Danke sagen. Danke, dass es euch gibt und wir zusammen in der Smarana-Energie wirken dürfen. Die Smarana-Energie ist ungefähr seit einem Jahr auf der Erde. Und wenn wir heute, ja, jetzt wird gerade gesagt, die Seelenengel möchten sich mit dir über die Smarana-Energie verbinden und die Smarana-Energie bei dir in der Seele einbetten. Oh, ist das schön, da freue ich mich aber drauf. Das ist ein ganz großes Geschenk, denn so spürst du noch viel mehr die Liebe Gottes und bist auch sehr geschützt in dieser aufregenden Zeit. Und genau das ist sehr wichtig für uns. Ah, okay, jetzt sagen sie, sie werden einen Schutz Channeling mir geben, eine Schutzbotschaft über die Seelenengel für dich in dieser aufregenden Zeit. Oh, ist das schön, danke, Smarana, ihr lieben Engel.
Da freue ich mich sehr darauf, denn das ist eine tolle Unterstützung für jeden Menschen, der das jetzt anschaut, diese Schutzbotschaft, die sich dann um uns legen wird und wir leichter durch die schwierige Zeit kommen. Ich weiß, dass es für einige Menschen ziemlich schwer ist im Moment, weil diese C-Regeln, die sind tatsächlich, man kann sie gar nicht mehr verstehen und sie schränken sehr viel, viel zu viel ein. Ich hoffe, dass da auch bald was geschieht, dass sich da im göttlichen Sinne eine gute Änderung für uns, für den Aufstieg kommen wird. Denn dafür sind wir ja schließlich hier. Dafür hat ja jeder Einzelne inkarniert, um dabei zu sein, um das ganze Große und Ganze zu unterstützen. Und da ist heute die Unterstützung über die Seelenengel mit dieser Schutzmeditation einfach ein Segen. Ich wünsche dir gleich ganz viel Freude dabei und sprühe mich natürlich ein. Oh, ist das schön. Dann nehme ich noch mal was fürs dritte Auge. Dritte Auge ist auch ganz wichtig, um die Verbindung zur geistigen Welt zu halten und sich noch weiter auszudehnen in seinen Fähigkeiten. Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch ganz viel Freude. Es geht gleich los. Ich rufe die Kugel des Schutzes. Ich rufe die Energie des Schutzes für uns alle, sodass ich heute die reinsten göttlichen Energien und Botschaften für dich überbringen darf. Und ich lade dich ein, dich so tief wie du kannst fallen zu lassen, denn die Energien werden von deinen Seelenengeln übertragen. Ich öffne meinen Kanal und verbinde mich nun mit der geistigen Welt. Ich tauche ein in die Dimensionen der Liebe, in die Dimension, wo die Seelenengel zu finden sind. Und schon bekomme ich die Bilder von den liebevollen Seelenengeln. Und ich bitte jetzt die Seelenengel für jeden Einzelnen, die persönlichen Seelenengel, dass sie sich mit euch verbinden. Und so stehen jetzt zwei Seelenengel bei jedem Einzelnen von euch. Eure persönlichen Seelenengel sind anwesend und meine auch. Fühle diese unbeschreiblich große, wundervolle Liebe, die du jetzt empfangen darfst. Und vielleicht hast du die Möglichkeit zu hören, was dir deine Seelenengel jetzt ins Ohr flüstern. Denn sie flüstern dir zu: Wir haben dich lieb. Wir sind für dich da. Wir begleiten dich heute. Und wir werden dir die Energien des Schutzes überbringen, sodass du getrost durch eine anstrengende Zeit hindurchgehen kannst. Ich für mich selbst spüre die große Freude. Ich spüre so eine große Freude in mir. Und diese Freude möchte ich mit euch teilen. Und so strömt nun Freude und Dankbarkeit zu euch. Nehmt diese Energie an, erlaubt es euch, in Freude zu schweben und die Dankbarkeit zu spüren. Dehnt euch mit dieser Energie aus und sendet sie zu euren Seelenengeln.
Und nun bitte ich die Seelenengel um die Energien des Schutzes. Ich bitte die persönlichen Seelenengel jedes Einzelnen von euch, jetzt für euch die Energie des Schutzes auszudehnen und euch zu überbringen. Und so werden die Seelenengel aktiv. Sie hüllen euren kompletten Lichtkörper in eine Kugel des Schutzes. Und die Seelenengel stehen außerhalb dieser Kugel, um darauf zu achten, dass diese Kugel immer heil und ganz ist. Und sie werden sie stärken, sobald sie spüren, dass es nötig ist. Vielleicht kannst du jetzt fühlen, wie sich die Energie verändert hat. Und vielleicht kannst du dir auch vorstellen, wie du in dieser Kugel stehst, wie sie dir Kraft gibt und wie sie dich ganz eng mit deiner Seele verbindet. In dem Moment, wo du dich verbindest mit deiner Seele und dieser Kugel, beginnt sie zu schwingen und zu leuchten. Sie leuchtet jetzt in den Farben deiner Seele. Sie glänzt und strahlt. Sie strahlt das Licht des Schutzes aus. Spüre diese Kraft. Und die Freude deiner Seele, dass dies heute geschehen darf. Es ist ein Geschenk Gottes, was du jetzt hier bekommst. Und so bedanke dich bei deinen Seelenengeln und teile deine Freude mit ihnen. Freude gibt sehr viel Kraft. Und deine Seele flüstert dir jetzt zu: Mein liebes Menschenkind, ab jetzt wirst du meine Impulse tiefer spüren können. Vertraue, vertraue. Wir sind alle bei dir, alle Engel, die zu dir gehören, unterstützen dich mit ihrer unendlich großen Liebe und Kraft. Und so bleibt die Kugel des Schutzes für dich bestehen. Und ich danke jetzt in diesem Moment allen Seelenengeln und der geistigen Welt für diese wundervolle Kugel. Die Seelenengel lächeln, denn sie haben noch ein Geschenk für dich. Sie möchten dich jetzt mit der Smarana-Energie verbinden. Sie möchten einfach die Smarana-Energie ganz tief in dir einbetten. Und dies geschieht jetzt in diesem Moment. Die Liebe Gottes, welche in deiner göttlichen Flamme schon lange seit Anbeginn der Zeit ruht, verbindet sich mit Smarana, mit der Nähe Gottes und dehnt dich noch einmal mehr aus. Sie fließt in die Kugel des Schutzes ein, verwebt sich mit der Kraft deiner Seele. Spüre die Anbindung zu Gottes Liebe, zu allem, was ist. Und lächle,
Lächle dafür, dass dies heute geschehen darf. Deine Seelenengel lächeln zurück. Es war wundervoll, was heute geschehen durfte. Und ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei allen Seelenengeln, auch bei meinen. Und bei der geistigen Welt für die wundervolle Führung und die wundervolle Energie. Schließe jetzt meinen Kanal und komme wieder in das Hier und Jetzt zurück. Auch du kommst in deine Wirklichkeit zurück. Öffnest die Augen, bewegst die Hände und die Füße, streckst dich ein bisschen und bist ganz wieder da. Konntet ihr eure Seelenengel fühlen? Habt ihr sie gespürt? Ich hoffe, es war schön für euch und ihr könnt jetzt durch diesen großen Schutz, den ihr bekommen habt, das Leben wieder in mehr Leichtigkeit gehen. Ich wünsche mir so, dass es euch wirklich gut geht und ich habe euch alle so lieb. Bis zum nächsten Mal. Ein Küsschen von mir. Bis dann.